Hallo zusammen zu einem weiteren Video hier bei Dread Fury auf dem Kanal. Heute gibt es eine weitere Rangliste. Die wievielte ist es eigentlich? Ihr werdet es wissen, weil es im Videotitel steht. Ich weiß es gerade nicht und schaue es deswegen live nach. Es ist meine 17. Die letzten liefen, wie ihr in den Livestreams verfolgen konntet, nicht besonders herausragend. Deswegen bin ich auch abgefallen auf einen Schnitt von glatt 500. Das ist natürlich dünn. Aber wir wollen nicht verzagen, sondern dranbleiben, zumindest die 30 Listen füllen. Und dann haben wir dieses Projekt für diesen Monat dann auch abgeschlossen. Warum schreibt Lemutis? Habe ich nicht verstanden, aber macht ja nichts. So, da sind wir auch schon am Tableau. Das sieht doch mal aus nach einer Karte, wie für mich gemacht. Gucken wir natürlich rein zum Grang. Liegt auch noch dicker drin, als man sich wünscht. So kann's losgehen. Das finde ich schon wieder unangenehm. Ja, so stark ist die Karte nicht, aber gegen einen Reizer würde ich zumindest auf jeden Fall mal 27 sagen. Ob wir jetzt tatsächlich auf 40 gehen wollen, das finde ich dann doch ein bisschen schlecht, wenn er in Mittelhand schon so hoch reizt. Dann na, mit meinem Spiel irgendwas Ball rein.
Dann wird er wohl nicht mehr gewinnen können. In Vorhand gehe ich auf Karo Hand. Da sitzt wohl ein. Was sitzt denn da? Jetzt hat er reingeguckt, dann ist ja gar kein Pikant. Ja. Tja, scheint mir fast ohne 4 zu sein, oder? Ja. Wieder 3 jetzt Maximum Tilt oder what? Glaube, gegen die aktuelle Situation reizt sich die Karte auf Grang. Na gut, ist jetzt nicht der beste dran geworden. Aber wenn wir eingespielt werden, in Jung, war ganz gut aus. Eieieiei. Das sieht mal schlecht aus. Falsch gedrückt. Falsch gedrückt. Oh, das ist gut. 39. So, maximal 59. Eng, wenn er mich nicht mit dem Buben einschiebt. Sehr eng. Er hat noch mehr Siegwege gerade, ne? Kann er auch einfach noch den siebten Herz spielen, da bin ich ja auch eigentlich erschossen. Wobei, ne. Aber, naja. Ich hab trotzdem noch ein paar mehr Möglichkeiten. Mehr als 36 will ich nicht.
R3 ist auf jeden Fall auf Betriebstemperatur mittlerweile. Ja, man selber irgendwie in die Falle gelockt, aber trotzdem 60. Ja, der letzte Karo liegt noch. Wird natürlich leichter, wenn wir einfach das Ass im ersten Trumpfstich nehmen, dann kommen wir nicht in diese doofe Situation. Ist mal gut gegangen. Spieler 3 spielt weiter in die falsche Richtung. Ja, da fallen die Spiele ja wie die Mücken am Grill. Wenn das Bild irgendeinen Sinn ergibt. So, jetzt Spieler 3. Wird es das erste Gewonnene? Mit der 10 im Kreuz geschnitten. Nee, gar nicht. Okay. Ja, dann ist er trotzdem schneiden. Für 18 bekommen hätte ich nie gedacht. So aggressiv, wie die beide zuletzt gereizt haben. Aber nehmen wir mit. Wenn wir ein Kreuz vollen kriegen, sieht es ganz gut aus. Da ist er auch schon. Ihr Kreuz. Vier Kreuzer. Wahrscheinlich nur einen Pik. Wenn die so fallen, dann tendiere ich ja fast dazu nachzudenken. Ach, guck an. Naja. Sonst kann ich es auch nicht.
Ah, der hat ein Kreuz geblufft. Alles klar. Dann hätte ich es mir nicht so kompliziert machen müssen, ehrlich gesagt. Aber ist ja auch so gut. Ich sehe gerade, es ist ein bisschen dunkel geworden, aber naja, ihr seht ja eh nicht so gern mein Gesicht. Passe, passe. Wir waren so offensiv. Ich glaube, wir gehen rein. Ein Ass ist drin. Spielen wir den Grang jetzt einfach. War gut gefunden. Wir bleiben mal solide. Er ist ja auch nicht stark. Herz ist vielleicht ein Ticken sogar stärker. Das gefällt. Das gefällt mir nicht. Gute Sache. Los. Ja, schwer hier Spiele zu gewinnen an dem Tisch, muss ich sagen. Also mir fällt es ja auch schwer. Spieler 1 hat auch schon keine Lust mehr anscheinend. Oh, schöne Karte. Schöne Karte. Bester Aufschlag. Dann können wir sogar eine blanke 10 ableuchten.
Die 10 war blank. Ja. So, schafft es Spieler 3 noch aus dem Minus? Das ist wohl jetzt sein Ziel. Naja, das war nicht so sinnvoll von mir. Warum? Kreuz Ass. Gut, auf ein Ass kann er wahrscheinlich immer warten, dann ist es auch nicht, dann ist es auch egal. So, die Karte, denke ich mal, ist bei 24 hätte ich wohl gepasst. Ein besonders schönes Kreuz spielen. Sieht auch stark aus.
Da spielen wir auch den Grang drauf. Na los. Machen wir mal. Einfach so. Ja schon mal gemacht. Haben wir nicht, nee, da haben wir ja gerade nicht. Er gibt uns hier noch den Pik-Stich. Wieder 3 ist so maximal frustriert. Wirft er sich vielleicht auch noch die 10 blank genervt. So, letztes Spiel. Vielleicht noch über die Tösend. Nee. Na gut, dann nicht. Eingepasst. Eieiei. Hätten wir über die 1000 noch geschafft. Ja, das war doch mal eine schöne Liste. 2 zu 2, 3 zu 3, 7 zu 0 zu 5. So kann es gern öfter laufen. So, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Das war die 18er Rangliste. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Ciao, ciao.